Ja, willkommen zurück. Ein sehr schöner und verdienter Sieg vom Triton. Jetzt geht es international weiter. Jetzt kämpft die Lara Yüksel gegen die... Soll ich den Namen richtig aussprechen? Gegen die Judy... Vaguti, gegen die Judy Vaguti, also da geht es um den Gürtel der World Boxing Organization, ein sehr schöner Gürtel. Ja, die Lara ist 20 Jahre alt, 1,65 cm groß, hat 66 Kilo, kämpft im Superschwergewicht, Weltrangliste Nummer 13. Ja, die schlagstarke Türkin hat eine Profi-Bilanz von 14 Siegen in 14 Kämpfen. Sie gilt als starke Kontraboxerin mit sehr viel Potenzial nach oben. Ja. Also ziemlich vielversprechend. Klingt vielversprechend, ja. Und die Gegnerin Judy Vaguti, gebürtige Kenianerin, lebt aber in Frankreich, hat einen Kampfrekord von 17 Kämpfen, 10 Niederlagen, 4 Unentschieden. Gilt für sehr erfahren und konditionell ist sie top. Ja, man darf gespannt sein, da geht es um die Weltmeisterschaft der World Boxing Organization. Ja. So, ja, auch die Lara trainiert beim Isa Kosashvili, der Erfolgstrainer, wie bereits schon erwähnt. Er hat sie sehr gut eingestellt. Körperlich ist die Lara ein bisschen im Vorteil, hat die größeren Reichweite, denke ich. Jetzt kriegt sie noch die letzten Anweisungen vom Isa Kosashvili. Ja, man darf gespannt sein, wie der Kampf jetzt hier beginnt. Es geht gleich los. So, und bald heißt es ringfrei für die erste Runde. So, ringfrei zum ersten Runde und los geht es. Sehr aggressiver Start von die Lara, sehr gut. Arbeitet mit der Führhand, mit der linken Führhand sehr schnell. Auch die Kenianerin, die Judy, ist hier sehr beweglich. Und arbeitet mit der linken Führhand schnell. Sehr beweglich. Die beiden Boxerinnen. Ja.
Ja, hier gilt es noch ab. Da kommt die Dilara schön mit der rechten gerade ins Ziel. Hat die Hände hier bei. Schön Overhand. Die Lara, die Deckung unten. Da muss sie aufpassen, da kommt die Judy hier vereinzelt durch. Schön leicht für sie beide, die beiden. Die erste Runde geht hier zu Ende. Ich würde sagen, es ist ziemlich ausgeglichen. Schön links, rechts mit einem Overhand von Dilara kommt jetzt ans Ziel, wie man schon in der Slow Motion sieht. Sehr konzentrierter Eindruck macht die Dilara hier. Ja, ziemlich ausgeglichene erste Runde für die beiden Boxerinnen. So, auf geht's in die Runde 2. Die Dilara startet hier schön aggressiv. Sie darf die Hände nicht runterlassen. Gibt hier das Tempo an, die Dilara, sehr schön, macht den aggressiveren Eindruck. Muss aber immer aufpassen von der Konterschlägen der Französin. Die letzte Runde ist am Anmarsch. Moment, da verliert die Dilara hat ja die Schuhbänder von Dilaras Schuhwerk sind offen. Die werden jetzt mal schnell fest zugebunden und dann geht es gleich weiter zum Kampf. Und weiter geht's. Schöne rechte Gerade vom Judy. Ja, da muss die Dilara die Deko hier ein bisschen weiter oben halten und nicht so lässig die Hände unten lassen. Da kann das der eine oder andere Schlag ans Ziel kommen. Ja. So, die letzten 10 Sekunden sind hier im Anmarsch. Sehr aggressiv vom Dilara, die hier mit Einzelschlägen durchkommt. Ja, ich würde die Dilara hier leicht die Runde hier geben. Hat für mich den aggressiveren Eindruck hier hinterlassen mit ein paar vereinzelte gute Treffer. Thank you.
So, gleich heißt das Ringfrei für Runde 3. Und es geht los mit Runde 3. So, alle Schläge, die die Franzosin hier von sich ausgibt, gehen ins Leere. Die Delara lässt sich davon nicht beeindrucken und marschiert weiterhin nach vorne und macht Druck. Schöne linke Gerade von Delara, die ans Ziel kommt. Hier offener Schlagabtausch. Ja, da muss die Delara aufpassen, dass kein Schlag hier durchkommt. 30 Sekunden noch sind noch. Schöne rechte Garage, rechte Schwinger vom Delara. Letzten 10 Sekunden. Delara, oh, die Deckung oben halten. Ja, die Spitzname von Delara ist She Wolf. Ist, wie bereits erwähnt, 20 Jahre alt. 1,65 cm, 66 Kilogramm. Ist Nummer 13 der Weltrangliste. Auch ein sehr tollen Kampfbilanz von 14 Kämpfen, 14 Siegen. Ja, sie hat sehr viel Potenzial eben nach oben. Das ist die erste große Prüfstein. Die Judy Waguti. Runde 4. Ja, die Delara marschiert hier weiter nach vorn, versucht den Kampf, das Tempo anzugeben. Schöne linke Führhand von Delara. Hier folgt noch eins. Ja, gelingt immer wieder mit der linken Führhand ans Ziel zu kommen. Muss die Deckung immer oben halten. So, jetzt wieder ein bisschen unsauber geboxt. Schöner Schlagabtausch von Delara, die hier schönen Treffer erzielt und nochmal mit der linken Jab. Schön ausgewichen von Delara. Ja, beide
Boxtrainer machen in der vierten Runde einen vierten Eindruck. Die letzten 10 Sekunden dieser Runde. Und aus. Ja, würde ich wieder mal sagen, leichte Vorteile für die Rara, die hier versucht immer wieder den Kampf zu machen.
Meine Damen und Herren, ich darf Sie nochmals herzlich begrüßen bei der Golden Boy Show 4. Neben mir Driton Isenay, der gerade 10 Runden, jeweils 3 Minuten gekämpft hat, um den österreichischen Meistertitel. Driton, du bist Sieger, du hast 10 Runden lang total Gas gegeben. Wie fühlt man sich nach so einem spannenden Kampf? Bruder, gut, man fühlt sich gut. Ich habe hart gearbeitet und ich freue mich, dass es aufgegangen ist. Sehr, sehr stark. Driton, du hast von Anfang an ein gleiches Tempo gehalten. Hast du das vorab schon geplant? War das dein Gameplan wegen einem Australianer, den du davor noch nie gesehen hast, noch nie kämpfen gesehen hast? Richtig. Wie war deine Strategie? Also in meinem Kopf ist immer das Prinzip, wenn ich Zeit habe zum Nachdenken, dann mache ich zu wenig und dann drücke ich einfach immer. Und ich höre auf Isak, wenn er mir sagt, ich soll 1-2 schlagen, dann ist es scheißegal, wie müde ich bin, dann schlage ich 1-2. Driton, 10 Runden ist keine kurze Zeit, auch eine hohe Rundenanzahl, jeweils 3 Minuten, da wird man schnell mal müde, sobald ein Schlagaustausch ist. Ab welcher Runde konntest du sagen, ich bin in Fahrt und ab welcher Runde konntest du sagen, ich bin schon etwas müde geworden und was hat dich auf Trab gehalten? Ich muss ehrlich sagen, ab Runde 3, 4 fängt es an, mental zu werden. Weil dann weißt du, dass der Kampf noch nicht mal bei der Hälfte ist und du musst durchbeißen. Dann macht sich das ganze Training bezahlt, dann zeigt sich im breiten Licht einfach, was du in der Dunkelheit gemacht hast. Sehr starke Antwort. Wie selbstsicher warst du bei diesem Kampf? Sehr, du musst Selbstvertrauen haben. Ich mache das nicht nur für mich selber, mich stärkt es zu wissen, dass alle Leute an mich glauben. Und das ist alles, was ich brauche. Wer hat am meisten Impact gehabt bei deinem Training, dass du heute diesen Sieg errungen hast? Mein Vater. Sehr schön gesagt. Driton, möchtest du noch etwas an die Zuschauer sagen, die dich heute sehen als österreichischen Meister? Stramm bleiben und immer hart trainieren. Wunderbar. Herzlich willkommen,